Hi, ich bin Nele, ich bin 15 Jahre alt und gehöre zu der Gemeinde St. Vitus in Wickenburg. Hallo, ich bin Caroline, ich bin 16 Jahre alt und komme aus der St. Martini-Kirchengemeinde in Brelingen. Wir haben uns für das Thema Diskriminierung und Rassismus entschieden. Weil viele von euch das bestimmt schon mal erlebt haben, vielleicht im Alltag oder von Freunden. Ich finde Rassismus nicht schön, ich finde Rassismus gehört nicht in unsere Gesellschaft. Ich finde Rassismus schlimm. Ich finde es schlimm, wenn Menschen aufgrund ihrer Religion oder Hautfarbe diskriminiert werden. Und dazu sind meine Gedanken, die goldene Regel, ist mir da sofort in den Kopf gegangen, behandle andere so, wie du selbst gern behandelt werden möchtest. Ich finde das total wichtig, weil wir wollen doch alle gleich behandelt werden. Wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich, wir sind alle gleich vom Gesetz. Und ich finde, das sollte man mehr berücksichtigen. Mir ist das ziemlich wichtig. Und wenn ihr das seht, dass jemand diskriminiert wird, dann fragt ihn, warum wirst du diskriminiert? Es gibt gar keinen Grund dazu, diskriminiert zu werden. Also helft mit in der Gesellschaft, dass Diskriminierung aufhört. Dankeschön. Auch mir liegt dieses Thema total am Herzen. Mich verletzt es total, dass überhaupt die Gemeinschaft Diskriminierung und Rassismus zulässt. Ich meine, wir sind eine Gemeinschaft, wir sollten zusammenhalten, wir sollten uns gegenseitig unterstützen und Respekt und Akzeptanz zeigen. Ich finde, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Haarfarbe, wegen ihrer Kultur, wegen ihrer Religion nicht verurteilt werden sollten, weil jeder auf seine eigene Art andere Interessen hat und jeder hat auch seine eigenen Stärken und Schwächen. Und das ist das Normalste auf der Welt und deswegen sollten wir uns alle selber so sehen, wie wir sind. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Wir sollten füreinander da sein und Diskriminierung verhindern. Das heißt, wenn du, genauso wie Caroline schon gesagt hat, wenn du auf der Straße siehst, dass jemand diskriminiert wird, dann tu was dafür. Frag, warum wurde derjenige diskriminiert, weil sowas ist nicht in Ordnung, diskriminiert zu werden. Wir sollten uns gemeinsam gegen Diskriminierung einsetzen. Mensch ist Mensch auf seine eigene Art und Weise. Wir sind alle eine Gemeinschaft. Rassismus darf in unserer Gemeinschaft nicht weiter normalisiert werden. Unser Traum ist Akzeptanz und Verständnis. Was du tun kannst? Ganz einfach. Dich gemeinsam mit anderen dafür einsetzen. Zum Beispiel einer Organisation beizutreten. Diskriminierung vermeiden und Menschen davor zu schützen. In uns allen fließt rotes Blut. Und jeder, wirklich jeder hat das Recht, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Lieber Gott, wir bitten dich, auf alle Menschen Acht zu geben, sie zu stärken und vor fremdem Hass zu schützen. Jeder Mensch ist gleich und hat das Recht zu leben und Gleichberechtigung zu bekommen. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, für alle Menschen, die gerade deine Hilfe benötigen, für sie da zu sein und somit die Gemeinschaft zu stärken und zu signalisieren, dass jeder etwas ganz Besonderes ist. Amen. Gott segne und behüte euch. Gott lasse leuchtend sein Angesicht auf uns und schenke dir seinen Frieden. Amen.